Fahrt durch ein zerrissenes Land. Die Ostukraine am vergangenen Dienstag. Kurz vor Mariupol nähern wir uns dem letzten Checkpoint der ukrainischen Armee. Das Gebiet dahinter besetzen prorussische Separatisten. Als sich ein verdächtiges Fahrzeug nähert, gehen die Soldaten in Stellung. Innerhalb von Sekunden wird hier zwischen Freund und Feind unterschieden. Frag ihn, ob wir hier filmen dürfen. Nein, nein, Sie dürfen hier nicht filmen. Ist es gefährlich, in die Stadt zu fahren? 50-50. Sind noch viele Separatisten in der Stadt? Es halten sich etwa noch 100 bis 150 auf. Von diesen Checkpoints gibt es etwa 10 um Mariupol. Die Stadt ist quasi eingeschlossen. Mehr als kontrollieren kann die ukrainische Armee nicht. Wir haben gerade mit einem Offizier gesprochen. Er sagt, sie stehen erstmal hier. Weitere Aktivitäten, also dass man zum Beispiel in die Stadt vordringt zu dem sogenannten Antiterroreinsatz, sind erstmal nicht vorgesehen. Die Innenstadt von Mariupol scheint verlassen. Die Staatsmacht findet sich hier nur in Gestalt eines einzelnen Polizisten. Vom Weiterfahren wird gewarnt. Es wird gerade aufgeräumt. Passen Sie auf sich auf, es geht um Ihre Sicherheit. Rückblick. Es war der 9. Mai, als ukrainische Panzer ins Zentrum rollen, um die neuen Besatzer zu vertreiben. Pro-russische Separatisten hatten Barrikaden errichtet und sich in mehreren Gebäuden verschanzt. Auch Bürger stellen sich den Truppen aus Kiew entgegen. Es kommt zu schweren Gefechten zwischen den Soldaten aus Kiew und den Moskau-treuen Milizen. Am Ende kommen Dutzende Menschen ums Leben, unter ihnen viele Zivilisten. In Mariupol herrscht an diesem Tag Bürgerkrieg. Niemand ist hier noch Herr der Lage. Tage später werden die zerschossenen Wracks der ukrainischen Armee von der Kreuzung geräumt. Auf einem Panzer steht eine Botschaft an Kiew. Ihr Hurensöhne, das ist für Odessa. Die Überreste der Straßenschlacht dienen jetzt als Fotomotiv. Der Sieg der Russlandtreuen als Schnappschuss. Ein Separatist mit Schild und Schlagstock sorgt für Ordnung. Deutsche Medien haben hier keinen guten Stand. Nachfragen unerwünscht. Hier ist nichts passiert. Haut ab. Doch 2 Tage nach dem umstrittenen Referendum herrschen in Mariupol auch Zweifel, ob ihre russische Wahl wirklich die richtige war. Das Referendum hätte allem ein Ende setzen müssen. Aber jetzt wissen wir nicht, wie es weitergeht. Rechnen Sie mit neuen Angriffen? Ja, damit rechnen wir. Wir fahren ins Krankenhaus und suchen jene, die bei den Kämpfen verletzt wurden. Bürger, die nur friedlich demonstrieren wollten, so wie Sergei und Juri. Beide waren am sogenannten Tag der Befreiung auf der Straße. Sie sind weder Separatisten noch politisch aktiv. Sergei ist Stahlarbeiter und Juri Konstrukteur. Beide sind schwer verletzt. Auf einem Video zeigt uns Juri, was passiert ist. Am Ende der Demo hat eine Kugel seinen Arm durchschlagen. Abgefeuert von der Armee, die seit dem Referendum nicht mehr seine ist. Das bin ich. Hier gehen wir gerade den Soldaten hinterher. Kurz vorher hatten sie das Amt für Inneres mit Granaten und Panzern zerschossen. Und dann hatten sie offenbar den Befehl bekommen, sich wieder zurückzuziehen. Wir sind ihnen dann hinterhergegangen, um sie aus der Stadt zu vertreiben. Alles lief gut. Dann stoppten sie plötzlich, drehten sich um und begannen auf uns zu schießen. Genau da wurde ich auch getroffen. Was ist dann passiert? Das sehen Sie doch. Sie haben einfach in die Menge geschossen. Da fällt auch ein anderer Mann hin. Bei dem sind beide Beine durchschossen worden. Wir haben nicht darauf geachtet, ob das Veteranen, Frauen oder Kinder sind. Da waren sogar Geistliche dabei. Die haben auf uns geschossen, als ob wir eine Viehherde wären. Die haben einfach geschossen. Auch Sergejs Verletzung wurde gefilmt. Der Vater von 2 Kindern sieht heute zum ersten Mal, wie die Menschen an jenem Tag beschossen wurden. Zu erkennen ist, wie unbewaffnete Zivilisten offenbar von Scharfschützen ins Visier genommen werden.
Mit erhobenen Händen stellen sich viele den Angreifern entgegen. Zu diesem Zeitpunkt liegt der Stahlarbeiter schon getroffen am Boden. Eine Kugel hat sein Bein durchschlagen. Freunde aus der Fabrik leisten erste Hilfe. Die Kugel zertrümmerte sein Schienbein. Die Ärzte befürchten jetzt, dass der Unterschenkel amputiert werden muss. Seine Arbeit wird Juri danach auf jeden Fall verlieren. Zurück in der Innenstadt. Das Rathaus ist durch die Kämpfe fast vollständig zerstört. Mariupol ist an diesem Tag ein Ort am Rande der Anarchie. Am Eingang versammelt sich ein wütender Mob und übt sich in Lynchjustiz. Von der Polizei fehlt jede Spur. Wir werden gewarnt, weiterzudrehen. Stattdessen filmt ein Anwohner mit dem Handy, wie ein halbnackter Mann von pro-russischen Separatisten durch die Menge getrieben wird. Angeblich wurde er beim Plündern erwischt. Für die Anwesenden offenbar Grund für eine wahre Orgie der Gewalt. Ob der Mann später, wie man uns sagt, tatsächlich der Polizei übergeben wird, wissen wir nicht. Bestätigen konnte das niemand. In Mariupol ist auch die Polizei selbst zwischen die Fronten geraten. Bei den Kämpfen weigerten sich die Beamten offenbar, gegen die Separatisten vorzugehen. Daraufhin habe die ukrainische Armee das Feuer eröffnet. Mindestens 6 Polizisten sollen dabei getötet worden sein. Gestorben in der Nichtausübung ihrer angeblichen Pflicht. Eine Version, die Kiew bestreitet. Für die prorussischen Bewohner sind die Beamten Helden. Wir sind solidarisch mit unseren Jungs. Wie viele Menschen sind hier gestorben? Das wissen wir nicht. Das wird doch alles geheim gehalten. Es waren mehr, als die jemals zugeben würden. Europa verschleiert doch alles. Ihr vertuscht doch die Taten, die hier geschehen. Eure Merkel, diese Hure und diese anderen Idioten, die verheimlichen doch alles. Ihr verschließt einfach eure Augen. Europa hat gesagt, wir dürfen getötet werden. Wir sind mit Sascha verabredet. Der Sozialarbeiter kümmert sich um jene, die am untersten Rand der Gesellschaft stehen. Hier kämpft niemand im Bürgerkrieg, sondern alle ums Überleben. Ob sie nach dem Referendum zu Russland oder zur Ukraine gehören werden, spielt für sie keine Rolle. Aljona ist vierfache Mutter und an AIDS erkrankt. Auch ihre Kinder sind HIV-positiv. Angesteckt hatte sie sich bei ihrem ersten Mann. Zum Leben hat die Familie gerade mal 100 Euro im Monat. Das ist meine kleine Küche. Und hier schlafe ich. Das ist unser Esstisch und hier hinten befindet sich das Kinderzimmer. Dort schläft die Kleinste. Und da hinten in der Ecke schlafen die 2 anderen Kinder. Das ist mein Schrank mit den Kleidern, die ich habe. Und da ist der Ofen und der Raum mit dem Computer. Ehemann Igor ist arbeitslos, findet nur Gelegenheitsjobs. Die meiste Zeit verbringt er mit Kartenspielen. Die 2-jährige Tochter Irina kauert in einer Ecke. Von den Kämpfen und der neuen Republik hat er nicht viel mitbekommen. Ich habe meine eigene Meinung zu dem Thema. Welche denn? Entweder wir haben Arbeit und wir leben, oder wir haben keine und wir können nicht überleben. Nichts wird sich nach dem Referendum ändern. Es hat für uns keinen Sinn, auf etwas Besseres zu hoffen. Es wird so bleiben und auch der Krieg wird nicht enden. Eine Familie ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Wir fahren zurück in die Innenstadt. Mariupol wirkt in diesen Tagen wie ausgestorben. Viele Bewohner haben die Stadt verlassen oder bleiben in ihren Wohnungen. Obwohl die meisten für die Unabhängigkeit und den Anschluss an Russland gestimmt haben, trauen sie weder der neuen Politik noch der eigenen Währung, der Grivna. Es sind keine Grivna mehr da und uns wurde gesagt, die Leute bekommen auch keine mehr. Seit heute früh stehen hier Menschen und haben sich in die Liste eingetragen. Sehen Sie die Zahl? 263. Und das ist schon die neue Liste. Vor dem Geldinstitut praktiziert ein Banker Krisenmanagement per Telefon.
Nur den wenigsten Kunden wird an diesem Tag erlaubt, ihr Erspartes abzuheben. Probleme gibt es derzeit keine. Wir haben nur im Moment etwas Schwierigkeiten mit der Auszahlung. Die Nachfrage ist einfach zu groß. Und wie wird es dann in Neurussland sein? Ich weiß es doch nicht. Ich kann jetzt die politische Situation nicht kommentieren. Wir machen uns große Sorgen, dass die Banken schließen wie auf der Krim. Und keiner bekommt sein Geld. Jetzt wollen wir alles abheben, was wir in unserem Leben angespart haben. Am nächsten Tag vor dem zerstörten Rathaus. Es kehrt so etwas wie Ordnung in Mariupol ein. Die Separatisten sind verschwunden. Stahlarbeiter von Medinvest, dem größten Werk in der Region, haben das Kommando übernommen. Die Anweisung kam direkt vom Besitzer, dem einflussreichen Milliardär Rinat Akhmetov. Beim Aufräumen haben die Arbeiter einen Stahlschrank gefunden. Da ist kein Geld mehr drin. Alles weg. Und was war drin? Weiß nicht. Das ist der Safe der Bildungsbehörde. Nach und nach kehren die Angestellten an ihren Arbeitsplatz zurück oder das, was davon übrig geblieben ist. Pro-russische Separatisten hatten sich hier verbarrikadiert und sich mit Kiew-treuen Milizen heftige Kämpfe geliefert. Die Verwaltung von Mariupol liegt nun in Schutt und Asche. Nina Pepel ist Stadtratsabgeordnete und glühende Verfechterin der Donetsker Republik. Das war der große Sitzungssaal. Hier haben wir uns versammelt, als wir das Referendum vorbereitet haben. Wir haben mit den Wahlleitern hier gesessen und überlegt, wie wir es den Menschen am bequemsten machen können. Ohne Putin können wir nichts machen. Denn gegen uns ist die ganze Armee der Ukraine mit allen ihren Panzern. Erstmal retten die Angestellten, was zu retten ist. Und das ist nicht viel. Nahezu die komplette Verwaltung ist durch den Angriff hier zerstört worden. Computer, Datensätze, Geburtsurkunden, Akten, alles ist verbrannt. Es sind hier diese wenigen Papiere, die noch übrig geblieben sind. Und die Angestellten von Mariupol haben uns gesagt, es wird noch Jahre dauern, bis noch so etwas wie ein Normalzustand hier eingekehrt ist. Von den Separatisten auch am Abend keine Spur mehr. Stattdessen patrouillieren die Stahlarbeiter auf Anweisung des Oligarchen durch den Park und sollen zumindest optisch so etwas wie Sicherheit und Ordnung vermitteln. Das ist unsere Stadt. Und wir werden hier alles wieder in Ordnung bringen, damit endlich wieder Ruhe herrscht. Wir sind friedliche Leute. Und wenn sie uns wieder angreifen, dann sollen sie das machen. Wir werden uns verteidigen. Bei den Bürgern herrscht eine Mischung aus Bewunderung und Skepsis. Dass ausgerechnet die einfachen Bürger von Mariupol uns helfen, das ist etwas Besonderes. Und dass es noch die Arbeiterklasse ist. Ich meine die echte Arbeiterklasse, die da jetzt für uns da ist. Das ist doch wunderbar. Inzwischen sollen sich 18.000 Stahlarbeiter an den Patrouillen beteiligen. Gegen die Arbeiter haben die Separatisten keine Chance.